Roman Abramowitsch, das große Geld und die Spuren in englischen Fußball, Diana, nach Großbritannien hat jetzt auch die EU Sanktionen gegen Abramowitsch verhängt, Vermögenswerte eingefroren, ein EU-Einreiseverbot wurde ausgesprochen. Was heißt das konkret für ihn und warum eigentlich erst jetzt, habe ich mich gefragt. Man hatte das Gefühl, das ist jetzt so die zweite, dritte Schleife, ne, die drehen. Die EU war insgesamt schneller. Sie hat schneller Sanktionen verhängt gegen Oligarchen und andere Russen. Die Briten haben ganz klein angefangen mit 5 Oligarchen und haben inzwischen auf fast 20 gesteigert. Okay. Heute haben sie noch mal richtig nachgezogen. Es gibt ein neues Gesetz in Großbritannien. Mhm. Und nach dem wird es nun sehr viel leichter, Leute zu belangen, die irgendwie an Geld gekommen sind, ohne dass man nachvollziehen könnte, wie das so passiert ist. Also die EU hat im Grunde genommen ist sie in Vorlage gegangen und hat jetzt mit Abramowitsch nachgezogen. Mhm. Und was heißt das jetzt konkret für ihn? Das bedeutet, dass er seine diversen Anwesen in Großbritannien zwar eigentlich noch besitzt, aber keinen Zugang zu ihnen hat und vor allen Dingen kein Geld für sie ausgeben kann, was interessant wird, weil die natürlich irgendwie gepflegt werden müssen, wenn das jetzt länger dauern sollte. Das heißt, der Gärtner kommt dann der nicht? Der Gärtner, ich weiß nicht, derjenige, der das Wasser auf und zudreht, die Putzfrau. Aber warum? Weil die Leute nicht mehr bezahlt werden können oder dürfen? Weil er nicht mehr Geschäftsbeziehungen mit Briten eingehen darf. Okay. Keinerlei Geschäftsbeziehungen. Sein Kollege, der Banker Friedmann, war wohl neulich beim Arzt und konnte die Arztrechnung nicht bezahlen, weil die Kreditkarte schon gesperrt war. Also das geht schon wirklich tatsächlich an die Substanz, ans Eingemachte. Und Abramowitsch kann eben auch nicht mehr nach Großbritannien zurück. Er soll sich seit gestern in Moskau aufhalten. Okay, genau, haben wir auch gehört, soll möglicherweise Gespräche auch mit Gerd Schröder geführt haben. Herr Schulze-Marmeling, und weil wir heute Champions League-Abend haben hier im ZDF, was bedeutet das jetzt für den FC Chelsea, diese Sanktionen? Naja, der FC Chelsea wird eben als ein Asset, als ein Teil des Vermögens von Roman Abramowitsch betrachtet. Insofern gelten die Sachen, die Frau Zimmermann gesagt hat, auch für den FC Chelsea. Sie dürfen keine neuen Spieler kaufen, sie dürfen keine Verträge verlängern, was sehr brisant ist, was auch den Wert dieses Vereines senken kann, weil natürlich die Spieler, wo der Vertrag jetzt ausläuft, die werden sich anders orientieren. Die sind, um in der Situation der Unsicherheit umzugehen, es dürfen keine Ticketeinnahmen mehr getätigt werden. Also alles, was oberhalb der Season-Tickets gilt, kein Merchandising. Ich glaube, die Gelder aus der Champions League und aus der Premier League, die TV-Gelder, die bleiben ihnen noch erhalten. Und man muss sehen, dass Chelsea hat, glaube ich, Lohnkosten im Monat von 28 Millionen Pfund. Nochmal, Chelsea, im Monat. Wir reden 28 Monat. Millionen? Ja, die verdienen ein bisschen mehr, als man hier beim ZDF verdient. Ja, ja, das sei ihnen gegönnt, aber es ist trotzdem beeindruckend. Das ist beeindruckend, in der Tat. Millionen. Und das war ja natürlich auch mal möglich, weil Roman Abramowitsch immer Geld in diesen Verein reingeschossen hat. Also er ist ja kein Sportunternehmer wie die Besitzer von Manchester United oder von Liverpool, sondern er ist mehr so dieser Mäzen. Also er verfolgt andere Interessen, keine ökonomischen Interessen mit Chelsea. Und das entfällt alles. Und im schlimmsten Fall droht die Insolvenz, woran ich allerdings nicht glaube. 9 Punkte Abzug, das heißt, sie sind nächstes Jahr dann nicht in der Champions League. Das wird wieder den Wert des Vereines natürlich senken. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, und das deutet sich auch schon an, dass es Käufer für diesen Verein geben wird. Und wie man hört, klopft Saudi-Arabien schon an die Tür. Saudi-Arabien? Ja, das passt doch. Wer auch sonst? Ja, ich finde auch diese Debatte... Jetzt auch nicht das, was man eine lupenreine Demokratie nennt. Nein, hat, absolut nicht. Das ist auch ein bisschen bigott, ist auch diese Debatte um Abramowitsch. Weil, also erstmal wusste man die ganzen... Man wusste immer diese Sache mit Sibneft und wie er an sein Vermögen gekommen ist. Das war wir reden gleich noch mal ein bisschen ausführlicher über den Werdegang von Roman. Das ist nämlich sehr interessant. Dann versteht man nämlich auch, warum es plötzlich gegen Oligarchen und dieses Geld geht. Und es geht ja eigentlich, ist vielleicht auch mal wichtig, das sauber zu klären. Es geht ja nicht um das Geld an sich. Es geht um die Frage, woher kommt dieses Geld. So ist es. Geld. Nur darum. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Also, die Vereine sind ja anders aufgestellt in England als in Deutschland. Da gibt es kein 50+1. Das sind eigentlich keine Vereine, das sind Unternehmen. Mhm. Und die waren immer im Privatbesitz. Und für die Fans war immer eigentlich nur die Frage, wie viel Geld pumpt der neue Besitzer in unseren Verein rein? Was anderes hat nicht interessiert. Aber das mit Saudi-Arabien zeigt natürlich, dass wir, da hoffe ich jedenfalls drauf, dass wir dadurch eine Debatte über das schmutzige Geld im Fußball insgesamt eröffnen können. Da geht es eben nicht nur um russische Oligarchen, da geht es auch um Katar, um Vereinigte Arabische Emirate, um Saudi-Arabien. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Sie sagten vorhin gerade diesen interessanten Satz so nebenbei, der hatte ganz andere Interessen. Da geht es weniger sozusagen um ein funktionierendes Geschäftsmodell. Sebastian Kneißl ist bei uns, der wann genau nochmal? 2003, glaube ich, oder wann gespielt hat in Chelsea oder für Chelsea? Im Jahr 2000 bin ich rüber. 2000, genau. Okay, 2000 rüber von... Genau. Frankfurt kommen. Eintracht Frankfurt, genau, aus der Jugend.
war ein 5-Jahres-Vertrag, also war etwas länger dann angelegt. Und die Anfangszeit lief ja auch noch gut. Da war damals noch kein Roman Abramowitsch im Verein. Und jetzt kommt dieser ominöse Roman Abramowitsch. Wir wussten ja auch nicht, woher das jetzt auf einmal kam. Und trotzdem war eine Riesenspannung, eine Euphorie, auch eine Zuversicht da. Was war das für ein Moment? Wie läuft das ab, so ein Erstkontakt? Also wir haben es natürlich auch erfahren über die Medien, und am Trainingsgelände hingen Gott weiß wie viele Flatscreens natürlich auch an der Wand, und dann haben wir das erlebt, und 2 Tage oder 3 Tage später kam dann der erste Besuch, und wir wussten das, dass der Big Boss dann zum Training kommt, und es war eine normale Straße, die am Trainingsgelände vorbeiführte, und 5, 6 Limousinen im Vollschuss am Trainingsgelände vorbei, und wir wussten so, jetzt ist es soweit. Gleiche Bauart sozusagen, damit man nicht weiß, wer wo sitzt, oder? Richtig, genau. Und das war jedes Mal auch wieder eine neue Route zu wählen zum Trainingsgelände. Er saß immer in einem anderen Wagen, aus Angst vor einem Anschlag. Ja. Und dann kam er aber aufs Trainingsgelände, auf den Platz, und wir standen alle aufgereiht nebeneinander, wie man das so kennt, vorm Spiel, wenn man nebeneinander steht, und wurde durchgeleitet. Also, das ist jetzt John Terry, Frank Lampard, Sebastian Kneißl. Und es war einer, der in einem Spielzeugladen ist und grinst und hat sich total gefreut. Also es war auf Anhieb einer von uns. Und das war wirklich schön. Das war irgendwie ein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite hast du dir gedacht, jetzt packt einer gerade seine Geschenke aus. Ich habe jetzt mal auf einen Schlag diesen kompletten Verein gekauft. Ja. Für wie viel Geld? Für 40 Millionen? 60 Millionen, und dann hat er die Schulden Millionen Pfund oder Euro? In Pfund, soweit ich weiß. Und dann hat er die Schulden auch noch übernommen. Und das belief sich dann auf 150 bis 200 Millionen, glaube ich, insgesamt. Okay. Wenn der jetzt plötzlich dann kommt und man hört irgendwie, da kommt jetzt jemand, der hat wirklich sehr viel Geld. Die Frage, woher kommt dieses Geld? Nochmal, Geld haben andere auch. Und Geld zu investieren ist ja per se nichts Verwerfliches. Aber die Frage, woher kommt dieses Geld? Wer ist dieser Mann und was will der von uns? Also was ist wirklich der Zweck? Haben Sie das diskutiert innerhalb der Mannschaft? Nein. Weil das war ja auch ein Novum. Wir wussten ja auch nicht genau, was passiert denn. Aber es war sofort, jeder Spieler hat sich schon Bilder ausgemalt, was passiert denn mit mir, ich kann noch mehr verdienen, der Verein wird in die nächsthöhere Kategorie geschossen, und bin ich dabei, auch Geschichte zu schreiben, das heißt Titel logischerweise einzufahren und dabei zu sein. Deshalb hat man das gar nicht so hinterfragt in der Kabine, sondern hat das tatsächlich genossen, diesen nächsten Schritt machen zu können und ja, hoffentlich auch Teil davon zu sein. Und für Sie war das dann karrieremäßig hilfreich, oder? Ich war einer derjenigen, der eigentlich in diesem zu diesem Zeitpunkt auch ein Sprung in die erste Mannschaft war. Ich bin ja als 17-Jähriger rüber und habe mich gerade rangekämpft. Damals war Claudio Ranieri noch Trainer mit der Zusicherung, so, in dieser Saison wirst du spielen. Und auf einmal mit der Übernahme kamen, ich glaube, 7 oder 8 neue Spieler dazu. Unter anderem Damien Duff damals mit 17 Millionen Pfund, der damalige Rekordtransfer auf meiner Position. Und dann war klar, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Von Entwicklungsverein, Spieler auszubilden, eventuell mal in die Champions League zu schaffen. Jetzt ist Erfolg angesagt und ganz schnell. Herr Schulze-Marmeling, bevor wir gleich auch mit Jana Zimmer noch mal darüber sprechen, die Geschichte dieses russischen Geldes in London ist eine lange Geschichte. Wie hat denn der Fußball darauf reagiert? Ich meine, da tritt jetzt jemand, der ja vorher ein sehr öffentlichkeitsscheues, um es mal vorsichtig zu sagen, Leben geführt hat, plötzlich so ins pralle, gleißende Rampenlicht. Wie hat der Fußball darauf reagiert? Naja, die Fans haben, glaube ich, ja schon immer gespürt, dass das mit seinen Geldquellen nicht ganz ominös ist. Die haben ja sehr früh gesungen, ist es Öl, sind es Waffen, sind es Drogen, ist uns völlig egal. Ne? Hauptsache, das wurde gesungen im Stadion. Das wurde gesungen im Stadion, da gab es einen Song. Also insofern, die Geschichten, dass das alles aus Raubrittertum resultiert, das war irgendwie eigentlich, glaube ich, schon bekannt. Und der Fußball hat einfach so darauf reagiert. Es gab damals die sogenannten Big Five im englischen Fußball. Und Chelsea war ein notorischer Underachiever, würde man es nennen. Zuletzt 1955 Meister gewesen. Und jetzt, wie die Londoner Clubs überhaupt insgesamt relativ erfolglos waren, vor allem in Europa. Und jetzt kommt jemand und mischt das Kräfteverhältnis im englischen Fußball auf. Bricht die Dominanz auf von Manchester United in der Premier League. Und das wurde, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das negativ betrachtet wurde, was da passierte. Weil es auch
Ich habe es eben schon erwähnt, der englische Fußball anders funktioniert als der deutsche. Wir haben nämlich dieses 50 plus 1 da, das sind immer Unternehmen gewesen. Und die waren das sportliche Gebaren dieser Unternehmen war immer davon abhängig, was derjenige, der die Vereine besitzt, dort an Geld reinpulvert. Also es war nicht anormal. In Deutschland wäre es, glaube ich, also wenn ich die Diskussion um RB Leipzig etc. mir anschaue, wäre das anders rezipiert worden. Das heißt, das hat nie so richtig jemand interessiert. Woher dieses Geld kommt? Ja, es gibt ja auch eine Biografie von ihm, ich glaube von 2004 oder 2005 oder über ihn, Entschuldigung, da wird das alles schon drin erwähnt. Das war irgendwie bekannt, aber es war kein Thema, also es war kein Politikum. Es wurde nicht gesagt, das ist jetzt unlauter, was er da macht. Es gab immer Spekulationen darüber, auch seine Nähe zu Putin und zu anderen Oligarchen, ja auch, die in London lebten. Aber es war nie so, dass gesagt wurde, das ist jetzt anrüchig, was er da tut bei Chelsea, sondern das war akzeptiert. Interessant. Diana Zimmermann, Diana, du sagst, das ist eine lange Geschichte, dieses russische Geld in London. Und da gibt es im Grunde eine ganze, was könnte man sagen, eine Industrie, die im Grunde darauf ausgerichtet ist. Aber keineswegs nur russisches Geld, sondern natürlich Geld von überall, ohne dass irgendjemand besonders genau darauf gucken würde, wo es herkommt. Ohne dass jemand unangenehme Fragen stellt. Ja, sozusagen. Also man kann Unternehmen registrieren, bisher online einfach so und keiner fragt irgendwelche Fragen. Börsengänge in Großbritannien sind sehr viel einfacher als in anderen Nationen, weil eben auch die Bilanzen nicht richtig überprüft werden. Und so ist jede Menge ausländisches Geld nach Großbritannien reingeflossen und wurde aber auch von den Politikern mit offenen Armen willkommen geheißen. Also ganze Generationen von Premierministern und gerade von Londoner Bürgermeistern, der Labour-Bürgermeister Ken Livingstone oder aber auch Boris Johnson, die haben tatsächlich ganz aktiv dieses Geld, dann dieses russische Geld eingeladen und den Russen gesagt, sie sollen sich wie zu Hause fühlen, sie sollen kommen, ihre Kinder auf die Schulen schicken, ihre Kranken auf Harley Street, wo die Privatdoktoren sind und mögen sich sozusagen zu Hause fühlen. Vor allen Dingen aber natürlich Immobilien kaufen, das haben sie in großem Maßstab getan. Zu Hause ist ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Ja, ganz das heißt, genau. Ist das einer der Gründe, warum speziell in London die Immobilienpreise irgendwann so derart explodiert sind für gute Immobilien? Einer der Gründe auf jeden Fall. Also die Nachfrage ist einfach sehr hoch. Jetzt welche Summen reden wir da jetzt? Wir reden zum Beispiel von einem Haus, das Abramowitsch 2013 gekauft hat für 90 Millionen und das jetzt 150 Millionen wert ist. Daran sieht man auch noch mal die Preissteigerungsrate. Wow. Hat er gut angelegt. Und es ist keineswegs sein einziges Haus. Also es wird geschätzt, dass er insgesamt 70 Immobilien besitzt. Nicht in London, aber insgesamt. 70? 70. Und da fragt immer noch mal die Frage, keiner, wo das Geld herkommt. Das heißt Briefkastenfirmen oder wie läuft das? Briefkastenfirmen dann? Tatsächlich. Da ist natürlich Großbritannien ganz groß drin, weil sie so direkten Zugang zu so vielen Steueroasen haben. Also sowohl in der Karibik als auch um die Ecke, Isle of Man und so weiter. Genau. Und Anwälte, die darauf spezialisiert sind, Geld umzuleiten, so dass es keiner sieht. Die besten Anwaltsteams, die auch gerne genutzt wurden von den russischen Investoren, um, falls es dann doch mal Journalisten gab, die sich an die Frage herangetraut haben, wo das Geld herkam, die sofort verklagt haben. Auch die Mechanismen sozusagen, um dieses Geld nachzuvollziehen und eventuell irgendwie gerichtlich dagegen vorzugehen, wurden unterlaufen, weil die halt so wahnsinnig teuer sind. Erstmal hat Großbritannien, geben sie selbst zu, nicht richtig ausgestattete Bürokratien dafür. Da sitzt einfach nicht genug Geld drin. Und wenn es dann tatsächlich zu Gerichtsfällen kommt, haben die anderen halt einfach die Top-Teams und meistens kommen sie damit durch. Also sie wurden einfach richtig gekauft. Und ein besonders enger Freund von Boris Johnson? Ist der Lebedev Junior. Der Vater ist ein KGB-Mann gewesen und die sind beide in London. Und der Sohn ist ein enger Freund von Johnson. Der hat mehrfach in dessen Villa in Umbrien schöne, lange Urlaube in gemacht. In Umbrien, ne? Oder? Umbrien, ja. Genau. Teilweise mit Frau und teilweise ohne Frau. Und hat das immer wieder getan. Und die Lebedevs, denen gehört der Independent und der Evening Standard, zwei Zeitungen. Der Evening Standard zum Beispiel wurde dann, nachdem David Cameron zurückgetreten ist, nach dem Brexit von dessen Finanzminister George Osborne geleitet. Und Lebedev war interessanterweise auch an dem Abend dabei, als Michael Gove und Boris Johnson überlegten, dass sie für den Brexit streiten wollten. Okay. Fragt man sich, warum? Und dann überlegt man, ob es nicht vielleicht doch so ist, dass Herr Lebedev sich zwar immer als sehr liberaler Russe gab, aber eventuell eben doch russische Interessen vertrat, denn der Brexit
war nun wirklich eindeutig im russischen Interesse. Und der sitzt auch im englischen Parlament? Der sitzt im englischen Oberhaus, und zwar interessanterweise eine Peerage nennt man das, wenn jemand zum Lord ernannt wird. Und Boris Johnson hat gegen die Warnungen des Sicherheitsdienstes dafür gesorgt, dass er zum Lord wird. Er selber wollte gern der Lord von Moskau werden. Das hat aber der Kreml verboten. Und jetzt ist er der Lord von Hampton und Sibirien. Und sitzt im Oberhaus. Hat von noch Hampton nie an und Sibirien. Einer Hampton und Sibirien. Einfach ganz Sibirien. Sibirien. Gut, ist ein relativ übersichtliches Gebiet. Und ja, hat, okay, hat noch nie an einer einzigen Sitzung aktiv teilgenommen und noch nicht einmal mit abgestimmt. Die Geschichte von Roman Abramowitsch, wann beginnt die? Mitte der 90er Jahre? Ja, die beginnt noch die Jelzin-Zeit. In der Jelzin-Zeit beginnt die, ne? Wo das Raubrittertum dann um sich greift, wo die großen staatlichen Unternehmen verscherbelt werden. Und er erwirbt damals. Die Summen variieren immer so, glaube ich, für 250 Millionen US-Dollar Sibneft. Das war die fünftgrößte Ölgesellschaft in Russland. Für ungefähr 150 Millionen? Für 250 Millionen. Okay. Und er verkauft sich später an den Staat ja zurück, beziehungsweise an Gazprom für 13 Milliarden. Moment, 250 Millionen ja. Dollar? Öl wird ja in Dollar gehandelt, genau. Versus 13 Milliarden. Genau, wären zu 13 Milliarden. Das ist zwei Fragen hätte ich dazu. Ja. Zwei Fragen. 10 Jahre später. Okay, woher hat ein N20er, der damals war, 250 Millionen Dollar? Ja, die haben sich mit mehreren Leuten zusammengetan. Welche Rolle hat der da gespielt bei Sibneft? Ja, er hat ja am Anfang, glaube ich, mit Gummienten und Fußbällen gehandelt, glaube ich. Also er hat immer ein bisschen so gehandelt. Und okay. er hat bei einer Schweizer Ölfirma gearbeitet. Das im Moskauer Büro einer Schweizer Ölfirma. Okay, aber mit Gummienten. Ölunternehmen, Entschuldigung, das mit Öl handelt. Gummienten werden ja auch zum Teil aus Öl gemacht, nachweislich, ja. Das wusste aber ich noch nicht, aber da könnte eine Verbindung sein. Wenn es Plastik ist, spielt irgendwie Öl eine Rolle. Es war einfach so, dass in der Jelzin-Zeit diese ganzen Unternehmen auf den Markt geschmissen wurden und wer wollte, der griff zu. Wer irgendwie das Geld hatte oder Leute im Hintergrund hatte ihm das Geld dafür gegeben, die griffen dann dazu. Der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. Und er hat es, ich glaube 2012 war dieser Prozess mit Besarowski in London, wo er rauskam, wo er auch, glaube ich, zugegeben hat, dass Bestechungsgelder damals gelaufen sind bei dem Verkauf, bei dem Kauf von Sibneft. Also das ist aber eigentlich, wie gesagt, seit 2012 bekannt. Jetzt ploppt das wieder unheimlich in Medien 2012 auf. 2013 ist, glaube ich, der Konkurrent Berezovsky ja unter sehr dubiosen Umständen dann ums Leben gekommen. Ja, das spielt ja bei, es gibt ja so unterschiedliche Interpretationen. Was wollte Abramowitsch eigentlich damals? Und eine Sache, die uns vielleicht dahin führt, ist ein Zitat eines anderen Oligarchen, der gesagt hat, naja, der Kauf von Chelsea ist eine ziemlich preiswerte Versicherungspolice. Eine Lebensversicherung. Lebensversicherung. Okay. Weil das ist ja verfolgt ja ein paar Jahre, nachdem Putin die ganzen Oligarchen mal zusammengeholt hat. Wobei Abramowitsch war gar nicht nötig, dahin zu holen. Der war loyal und gesagt hat, pass mal auf, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen die Rechnung auf für das, was ihr in der Jelzin-Zeit gemacht habt. Ne? Da können wir mal drüber reden. Für euer Raubrittertum. Oder aber schwamm über die ganze Geschichte. Aber ihr lauft bei mir politisch in die Spur. In meiner politischen Spur. Und so Leute wie Chodorkowski haben damals eben das Thema Korruption aufs Tapet gebracht, ist dann verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung zu 9 oder 10 Jahren. Und zu dieser Zeit kauft dann Abramowitsch diesen Verein in London und er ist eigentlich ein Oligarch, den zu diesem Zeitpunkt überhaupt keiner kennt. Im Gegensatz zu anderen. Der große Unbekannte. Also Ernst Scheuer, genau, der große Unbekannte und macht sich plötzlich sichtbar. Und man könnte jetzt sagen, naja, würde die britische Regierung tatsächlich so einem Mann das Asyl verweigern, wenn der jetzt von Putin attackiert wird, der plötzlich ein prominentes Mitglied der britischen Gesellschaft ist, der so einen renommierten Fußballclub hat, ja, besitzt und so weiter und so fort, den wir quasi jeden Tag irgendwo sehen, im Fernsehen sehen. Ich glaube, das Verhältnis auch von Abramowitsch zu Putin ist kein ideologisches. Also ich glaube nicht, dass er dieses eurasische Konzept da irgendwie mitvertritt. Sondern es ist ein pragmatisches letztendlich da. Er ist ein Oligarch, ein korrupter Oligarch und er profitiert eben halt von diesem System Putin dort. Und Putin profitiert auch von den Oligarchen. Aber er kann sich letztendlich auch eines Putins nie irgendwie sicher sein. Und er hat ja damals zeitgleich auch, weil in Russland ist das ja nicht gut angekommen. Die russischen Vereine waren ja vorher quasi Staatsunternehmen, wie beispielsweise ZSKA Moskau, gehörte dem Militär. Und damit man ihm keinen Mangel an Patriotismus vorwirft, hat er bei ZSSK sich ja auch engagiert finanziell. Musste das aber dann stoppen,
Weil als sie dann auch in der Champions League spielten, du darfst nicht zwei Vereine gleichzeitig der sponsern. Wegen Interessenskonflikt. Wettbewerb. Okay. Aber ihm war das schon irgendwie bewusst, ich muss mich nach allen Seiten irgendwie absichern. Und er hat ja gesehen, was mit den Oligarchen passiert, die sich gegen Putin stellen. Chodorkowski ja. zum Beispiel. Insofern glaube ich, das ist so ein pragmatisch ambivalentes Verhältnis, das er zu Putin da hat. Ich glaube, dass an dieser Sache mit der Versicherungspolice was dran ist. Es gibt eine andere Interpretation. Wir sprachen eben darüber auch, dass es möglicherweise aber auch dass ein Instrument von Putins Softpower ist, dieser Kauf von Chelsea. Okay, okay. Sibneft ist die eine Firma, für 250 Millionen gekauft, für 13 Milliarden wieder an den Staat zurückgekauft. Auf diese Art und Weise sind ja viele dieser Leute wirklich obszön reich geworden. Und dann gibt es noch mal eine zweite Firma, Slavneft, ja. die er irgendwann kauft. Aus den Erlösen des Sibneft-Verkaufs. Ja. Wie lief diese Geschichte? Die Geschichte lief so ab, dass es chinesische Mitbieter gab für diese ebenfalls Ölfirma. Und aus der Delegation der chinesischen Mitbieter ein Mitglied bei Ankunft am Flughafen entführt wurde. Und erst freigelassen wurde, nachdem die Delegation versprochen hatte, dass sie nicht mehr mitbietet. Bei der Auktion. Und daraufhin ging das Ganze an einen angeblich sehr niedrigen Preis wiederum an Herrn Abramowitsch. Warum? Wer hat dann Interesse daran, dass das so läuft? Ich glaube, so ganz genau weiß es tatsächlich keiner. Mhm. Die Geschichte mit der Versicherungspolice ist eine Variante. Die andere Variante ist tatsächlich... Allerdings eine sehr einleuchtende, wenn du so exponiert bist und ein Teil, wichtiger Teil, nicht nur... Es kann auch alles wahr sein. Es kann auch wahr sein, dass es gibt Leute, die sagen, er hat im Grunde genommen Chelsea im Auftrag von Putin gekauft. Weil Putin eigentlich auch gerne einen Fußballverein hätte. Vor allen Dingen aber gibt es Leute, die sagen, dass diese 13 Milliarden, die er dann für Sibneft bekommen hat, für die erste Firma, teilweise wiederum an Putin zurückgingen. Richtig, dass Putin ihn zu diesen ganzen Deals verholfen hat, was ja tatsächlich die russischen Regierungen erst Jelzin und dann Putin getan haben, aber natürlich immer wieder dabei einkassierte. Und die andere Sache ist halt die, dass, und das glaube ich tatsächlich, dass das stimmt, dass es für Putin günstig war, sympathische Russen in London sitzen zu haben. Also die Softpower Russlands, dass Russland nicht nur eben mit dreckigem Geld und irgendwie einer autokratischen Herrschaft assoziiert wird, sondern dass da Leute sitzen, die was Gutes für das Land tun, die modern auftreten, im Falle dieser Lebedevs irgendwelche High-Society-Events geben. Mit sympathischen kleinen Schiffen. Mit sympathischen Schiffen, Leuten, sympathische Schiffe, hübsche Villen, lauter solche Dinge. Also die einfach ein positives Bild von Russen fördern. Und ich glaube, dazu hat Abramowitsch auf jeden Fall gedient und das haben andere auch getan.